Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute batonieren wir mit einem Klappenmesser. Was das soll, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute batonieren wir mit einem Klappmesser und das hat mehrere Gründe, zu denen ich dann gleich noch komme. Vorab aber erstmal an jeden, der schon halb über der Tastatur hängt, um zu meckern. Das macht man nicht mit einem Klappmesser und so weiter und so fort. Ich sehe das Ganze hier mehr als kleines Spaßexperiment mit einem gewissen kleinen Lernfaktor für vielleicht irgendwann Situationen, in denen man das mal gebrauchen kann. Und Hauptsache, wir haben alle ein Video, das uns unterhält und Spaß macht und ich habe Lust, das mal auszuprobieren. Und jetzt kommen wir natürlich damit auch gleich zu den Gründen. Und zwar habe ich selber immer mal wieder in Messervorstellungen gesagt, ja, besser nicht batonieren mit klappt besser nicht machen. Und wenn man durch Videos guckt auf YouTube, dann sagt das so ziemlich jeder, der irgendwo so ein bisschen Klappmesser mal vorgestellt hat. Und wenn es auch nur eins war. Jetzt habe ich mich aber immer gefragt, stimmt das? Also bei manchen Klappmessern stimmt das sicherlich, denn dort kann man das relativ schnell sehen, dass diese Übergänge und sowas so empfindlich sind und so weiter und so fort, dass das da auf jeden Fall Schäden davon trägt. Aber es gibt auch Klappmesser, die wirken relativ massiv. Die haben eine relativ gute Klinge, einen guten Mechanismus und da hat es mich einfach mal interessiert, ob man das machen kann mit so einem Klappmesser, natürlich keine riesen Mega-Klötze oder sowas, aber ob ich in einer Situation auf Wanderung oder sonst irgendwo mit so einem Messer mir mein Holz, falls ich es theoretisch brauche, batonieren könnte. Und das schauen wir uns heute mal zusammen an und dafür gehe ich jetzt erstmal Holz sammeln. Also, bis gleich. So, ich habe mir jetzt hier zwei Stöcker geholt. Wir schauen uns erstmal den Zustand vom Messer nochmal vorher an, damit wir es vergleichen können. Das Messer ist relativ neu, ja. Relativ dicke Klinge, relativ bauchige Klinge. Das Ganze wirkt sehr robust, etwas schwerer. Die Klinge hat einen kleinen Tick Spiel, kann aber nachgezogen werden. Wir werden auch noch gucken, falls sich das lockert, ob man es dann nicht einfach nachziehen kann oder ob das tatsächlich Brüche nach sich zieht, die man dann nicht mehr behandeln kann. Ja, dann starten wir einfach mal das kleine Spaßexperiment. Der größere. Ah, ist noch ordentlich scharf, die Klinge. Das finde ich gut. Das trage ich im Moment ständig bei mir. Einfach mal, um es ein bisschen zu testen. Aber ihr wisst ja sowieso, dass ich ein bisschen messerverrückt bin. So, dann gucken wir einfach mal. So. Okay, einmal durch. Gucken wir mal. Wackelst du mehr als vorher? So, nee, wackelt eigentlich nicht mehr als vorher. Sieht's mit dem Lock aus. Oh. Ich drücke gerade. Scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. Ja. Also das hat schon mal überstanden. Machen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Ja. Hat immer noch kein Klingenspiel. Der Stahl hat auch alles gut verarbeitet. Gucken wir mal. Das Messer ist auch noch scharf. Ja, also eigentlich ungefähr das, was ich erwartet hatte. Ja, das Messer hat das standgehalten. Ich habe das allerdings auch ein bisschen erwartet, muss ich sagen. Also ungefähr das Ergebnis, was im Endeffekt rausgekommen ist, habe ich erwartet. Ich hätte erwartet, dass es sich ein bisschen mehr löst, also ein bisschen mehr Klingenspiel danach hat. Aber es scheint, als hat das überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, kann man halt nachziehen. Klar, in einer Survival-Situation, ja, habe ich nicht so einen Imbus dabei, aber who cares. Ja, vielleicht dann ein Multitool oder so. Also an meinem Gerber Multitool, beziehungsweise ein Leatherman, sollte es eigentlich dran sein, sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es gibt es auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Auch das scheint noch. Ja. Also, batonieren mit einem Klappmesser in einer Notsituation funktioniert. Wenn man natürlich jetzt eher so kleines, fast schon vorgefertigtes Holz nimmt, ja. Also nicht so Riesenstöcker oder so. Ich würde da jetzt nicht drauf ballern ohne Ende. Aber an sich, meinem Messer geht's gut und ich könnte damit batonieren. Nochmal hier an der Stelle erwähnt, ich sehe das Ganze natürlich mehr als ein bisschen Spaßvideo, aber auch, um ein bisschen kleinen Erfahrungsgewinn zu haben, ob ich so ein Messer in der Qualität ungefähr nutzen könnte, wenn ich es müsste. Ja, ich habe erst einmal in meinem Leben batonieren gebraucht und zwar bei Hochschnee, wo ich nirgendwo mehr vernünftiges Holz gefunden habe. Das heißt, der ganze Boden war mit Schnee bedeckt, das heißt, das Holz war völlig durchsogen
Und das Holz, das da ein bisschen höher stand oder so, das war trotzdem noch durch Schneeschichten und was weiß ich bedeckt. Das heißt, ich musste es erstmal spalten und dann nochmal ordentlich was außen abschnitzen, damit ich es überhaupt vernünftig anmachen und nicht eine Rauchvergiftung eine halbe kriegen konnte. Ansonsten finde ich Batonieren halt ganz spaßig. Man braucht es halt nicht wirklich, ne? Höchstens mal da, wo ich es einmal benutzt habe. Aber ja. Lustiges kleines Experiment, hat mir Spaß gemacht. Jetzt weiß ich, dass ich mein Klappmesser in so einer Situation benutzen kann. Du auch. Schreib mir ruhig deine Meinung dazu in die Kommentare, ob du das auch schon mal gemacht hast oder was du allgemein davon hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Survival-Videos mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin, tschüss, tschüss.